Was? Sind das Fireflies? Deckung! Oh! Was sind das für Typen? Arschloch! Bleib sofort stehen! Joel! Leg den Arm um mich! Ich glaube, hier sind wir sicher. Joel? Joel! Scheiße! Joel! Hier! Ah. Steh auf, steh auf, steh auf! Sag mir, was ich tun soll! Komm schon! Jetzt steh schon auf! Joel! Riley? Au, voll auf die Hüfte. Was soll das? Ich dachte, ich werde gebissen. Ich weiß. Das war echt witzig. Du bringst mich jetzt nicht um, oder? Ich hab dich lang nicht gesehen. Ich weiß nicht mal, wie lange. 45 Tage? Ja, 46 eigentlich. Willst du wissen, wo ich so war? Die ganze Zeit über dachte ich, du wärst tot. Ja. Hier. Schau mal. Das gibt's nicht. Immer noch allein hier? Ich musste 3 Jahre unter Liz schlafen und du weißt, sie riecht verdammt übel. Du bist ein Firefly. Du hast das immer noch. Was? Was machst du da? Ich will nicht mit einem Firefly im Zimmer erwischt werden. Ganz ruhig. Da sind weit und breit keine Soldaten. Hier. Glückwunsch. Hey. Ist alles gut? Ob alles gut ist? Ich bin verschwunden und du bist sauer. Tja. Und ich schulde dir eine Erklärung. Lass uns abhauen und ich erzähl dir alles. Es ist fast morgen und ich habe Kampftraining. Du weißt schon, wir lernen Fireflies zu töten. Zieh das an und lass uns gehen. Ich bin so dumm. Na komm schon. Sind wir schon mal in Schwierigkeiten geraten? Mist. Komm schon, na los. Ich dreh dich auf die Seite. Oh nein. Das sollte uns Zeit geben. Ich suche was, um das zu nähen. Okay? Kellis, pass auf ihn auf. Ich bin bald zurück. Versprochen. Das war geschafft.
zur Hölle muss ich hin? Hallo Leute, willkommen zurück bei The Last of Us. Diesmal spielen wir das DLC, weil das Hauptspiel ist ja zu Ende. Und das ist jetzt die Nebensache zu der Story. Also, was auch Ellie am Ende erzählt hat, dass sie ja irgendwie mit Riley was unternommen hat und so. Also ich denke jetzt gleich erfahren wir noch mehr über die beiden, weil das ja irgendwie immer in der Story drin ist so. Aber wir schauen jetzt mal, was wir jetzt hier machen sollen. Wir sollen irgendwie was zum Nähen suchen. Und das werden wir jetzt auch mal suchen. Ich habe keine Ahnung jetzt genau, was hier jetzt so passiert, aber egal. Haben wir denn noch Munition, aber nicht. Anscheinend können wir hier auch Munition sammeln vielleicht, oder ist das hier alles ohne Klicker und so? Das wäre ja auch nicht schlecht. Ich mag die Viecher überhaupt nicht. Aber okay. Da sind doch Klicker, ich hab's doch gewusst. Weil wir wieder hergehen müssen. Dann gehen wir erst hierher. Ah, ich dachte, hier könnte man ins Haus rein. Aber es geht doch nicht. Also auf zu den Klickern. Würde ich mal sagen. Und jetzt schleich mal besser mal. Die sind eingesperrt da, oder was? Ist auch nicht schlecht. Da müssen wir rein, das ist schon mal gut. Ja, ich habe schon gesehen. Weston Apotheke. Das klingt doch gut. Ah ja, wir gehen jetzt mal da rein. Taschenlampe. Was zum Henker? Die Pillen geschluckt und die Dose dagelassen? Oh Mann. Ob wir hier noch was finden? Oh, bitte! Natürlich. Alles ausgeräumt. Dass gleich irgendwie ein Klicker irgendwo auftaucht. Und ich mich bestimmt richtig erschrecken werde. Ein Material haben wir gefunden. Eine Notiz. Please read. Bitte lesen. Der Apotheker ist verrückt geworden und hat mich angegriffen. Habe ihn ziemlich schwer getroffen. Er ist bewusstlos. Habe ihn in American Princess Laden nebenan eingesperrt. Die Kombination haben wir auch. Oh, komm schon. Ein Verbandskasten. Wie zum Teufel komme ich da rein? Dafür braucht man einen Schlüssel und den Schlüssel hat anscheinend der eine Kerl, der Apotheker. Wollen wir mal was herstellen? Nee, leider immer noch nicht. Also laufen wir jetzt in den anderen Laden rein, da hinten bestimmt, wo das Tor aufgeht. Und dann müssten wir den da finden. Ohne Munition ist auch nicht schlecht. Aber okay. Dann geht's rein, Kombination. Oh Gott, Sporen, nicht gut, nicht gut. Können wir was herstellen? Immer noch nicht, verdammt.
Alles klar. Ich schaue immer, wo wir ihn finden, irgendwo. Bis jetzt sieht man noch gar nichts. Würde uns gleich wieder so heftig erschrecken. Das ist ja ein richtiger Pilzbefall da. Alter. Hier ist ordentlich. Wer hier kein Klicker will, da weiß ich aber auch nicht. Da ist er und er lebt, glaube ich, noch, oder? Geht. Jetzt. Oh Mann. Jetzt schön liegen bleiben, schön liegen bleiben. Nicht. Schlüssel. Okay. Ah. Okay, Schlüssel, Apotheke, los geht's. Okay, die Notiz lesen wir auch noch. Denk an mich, während ich fort bin. Ich werde dich vermissen, aber nicht zu sehr, Laura. Okay, war nett mit dir. Wir gehen lieber schnell hier raus hier. Mit dir. Oh nein, nein, oh nein, oh nein. Wieso habe ich nicht gewartet? Jetzt rennen wir! Rennen, 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 Ellie, rennen, rennen, rennen. Hier rein kommt er nicht. Hoffe ich. Glückwunsch. Jetzt werden wir angegriffen. Jetzt werden wir. Oh. Ein Militärhubschrauber. Da muss irgendwas drin sein. Hoffen wir es mal. Schon wieder nur leere Sachen hier. Ich glaub's nicht. Und Joe geht's ja immer noch schlecht. Also hat Ellie einiges erlebt hier, glaube ich, wo sie dann alleine unterwegs war. Nicht nur diese tagelange Jagerei, sondern anscheinend noch viel, viel mehr. Kann da eine Klicker irgendwie rein? Ich glaube nicht. Und mal schauen wir erstmal so ein bisschen um hier. Ich glaube, da geht's her. Ja. Okay. Also war ich hier schon richtig. Da ging es gar nicht her. So, hier gibt es aber auch nichts mehr. Oh, hier haben wir ein bisschen Materialien. Die nehmen wir ein bisschen alle sofort mit, weil so viel haben wir auch nicht hier wieder. Schminke gibt es ja auch noch. Schön, schön. Ein Friseursalon hier. Kein Nahtmaterial. Na, das hier muss reichen. Und eine Notiz wieder mal. Salonnotiz. Oberstabs. Feldwebel, Level Coutville ist heute Nachmittag heldenhaft gestorben. Wir flogen zurück zur QZ, als sich unser Patient verwandelte. Es müssen Sporen gewesen sein, da keiner von uns einen Biss gesehen hat. Der Patient riss sich los und fiel unserem Piloten an. STVW, Sergeant Fuel Scene Wen, nee, was heißt das? VW? FW nochmal, keine Ahnung. Ach, Sergeant Feldwebel, Scene Wenden. Okay. Obwohl der Hubschrauber außer Kontrolle geriet, kämpfte Officer Caulfield gegen den infizierten Patienten und rettete unser Leben. Wir stürzten in ein Kaufhaus im ländlichen Colorado. Gefreiter Eugene Ellis, Officer Caulfield und ich waren die einzigen Überlebenden. Beim Überfall. Ach, Entschuldigung. Weiterlesen.
Beim Überwältigen des Infizierten wurde Officer Caulfield am Hals gebissen. Er zeigte uns sofort den Biss und nahm sein Schicksal an. Ich führte das Infektionsprotokoll durch, bevor sich Officer Caulfield in einen Infizierten verwandeln konnte. Möge er in Frieden ruhen. Captain Wagon Francis, 4. Infanterie in Division Denver, Quarantänezone. So. Ein Medikit haben wir schon mal. Ich weiß nicht, ob wir das für uns benutzen müssen. Ich denke mal schon nachher. Okay, wo ist der Hubschrauber? Dahin müssen wir. Also geht's jetzt hier wieder runter. Und irgendwo. Los geht's. Schnell. Hier rauf. Das war knapp, was? Du warst schnell. Nicht schlecht. Danke. Na, komm jetzt. Weiter geht's. Wie hast du sie gefunden? Fireflies? Genau. Erinnerst du dich an den Firefly, den du gebissen und geklaut hast? Ja, ich erinnere mich. Das ist Trevor. Ich habe ihn auf der Straße gesehen und bin ihm gefolgt. Bis in diese Gasse und alle Fireflies lauerten mir auf. Sie nahmen mich mit in ihren Schritt. Sie mal lieb. Hattest du Angst? Schreckliche Angst. Ich dachte, jetzt würde sie mich erledigen. Aber stattdessen sagte sie nur, das hat gedauert. Sie hat mich erwartet. Und sie machte aus dir ein Firefly? Sowas in der Art. Diese ganze Angstmacherei war ein Test. Sie wollte wissen, ob mich jemand beauftragt hatte. Oh. So, Leute, jetzt sind es immer so Zwischenszenen. Immer wenn man irgendwo weiterkommt, da geht es immer hier rüber, wo man jetzt mit Ellie und Wiley zusammen ist, wo wir machen auch den Biss feststellen von ihr und dann auch erfahren, dass Ellie immun dagegen ist. Also Leute, ich würde sagen, das werden wir alles in der nächsten Folge erfahren. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschalten würdet. Bis morgen. Ciao.